Hallihallo, liebe Eishockey-Freunde, liebe Magenta-Sportfans da draußen. Willkommen aus meinem kleinen, schönen Büro. So, drehe ich mich mir hier perfekt rein. Genau, also, jetzt da sind wir da. Der nächste Insta-Live-Chat kann beginnen mit dem sportlichen Leiter der Iserlohn Roosters, Christian Hommel. Gestern gab es ja schon einen Chat mit dem Trainer der Schwenninger Wild Wings. Und heute sind wir mit dem sportlichen Leiter dran. Also, und jetzt versuche ich einfach einmal, den Herrn Hommel hier mit reinzubringen bei uns. Eine Sekunde. Schauen wir mal, ob die Iserlohn Roosters schon hier dabei sind. Und haben wir sie schon drin? Nein, sind noch nicht da, aber egal, dann können wir dabei schon mal warten. Denn es ist ja, wie gesagt, ich weiß, es gibt sehr viele Eishockey-Fans da draußen, die wissen wollen, wie es weitergeht, was passiert, was ist los und so weiter in der aktuellen Situation. Stand jetzt ist, wir können noch nichts Offizielles verlauten, denn wir müssten einfach abwarten, was bei der DEL rauskommt auf eine offizielle Mitteilung, und die steht bisher eben noch aus, und ja, alles nicht ganz so einfach, ein bisschen schwierig, müssen wir trotzdem positiv bleiben und mal schauen, was dann dabei eben rauskommt. Also, dann probieren wir es einfach mal nochmal, ob die Iserlohn Roosters da sind, und ich glaube, das schaut jetzt nämlich ganz aus, und angeklopft habe ich schon mal beim Christian Hommel. Und dann sollte er eigentlich gleich zu sehen sein. Und hier ist er nämlich. Hallo und herzlich willkommen, Christian Hommel bei Magenta Sport beim Insta-Live-Chat. Namen Patrick. Danke. Hallo, servus. Erst einmal, Christian, schöne Grüße nach Iserlohn. Ganz banale Frage, wie geht's dir? Was hast du heute so getan? Oh, mir geht's soweit ganz gut. Schade natürlich, dass wir dieses Jahr auch wieder so früh draußen waren. Aber ja, es läuft. Also wir haben unsere Exit-Meetings letzten zwei Tage gehabt und haben ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht. Wissen auch, wie wir uns orientieren für die neue Saison. Von daher viel los am Seiler See, viel Aufklärungsbedarf und von daher viel in Action. Das heißt, du hast es kurz erwähnt, es gab ein paar Meetings. Vielleicht kannst du den Eishockey-Fans da draußen das ein bisschen detaillierter erklären. Was findet da genau statt? Sprichst du da mit jedem Spieler? Über was spricht ihr da mit den Spielern? Nimm uns da vielleicht mal ganz kurz mit, was da in den letzten zwei Tagen passiert ist. Also wir haben jetzt in den letzten Tagen mit jedem Spieler einzeln gesprochen. Ich denke, es geht auch immer darum, dass man den Leuten, die jetzt nicht unbedingt zurückkommen, dass wir denen trotzdem immer sagen, dass wir dankbar sind. Ja. Halten ihre Körper hin. Natürlich wird es auch oftmals kontrovers diskutiert. Deshalb können die Meetings mit den Spielern, die nicht bleiben, gerne mal kürzer sein. Und die bleiben, sind meistens dann auch mal ein bisschen länger, weil man auch darauf eingeht, was man von ihnen verlangt in der neuen Saison, was der Plan ist, was auch das Off-Ice-Training angeht, weil die da von uns auch einen Plan bekommen und ja, wie die Erwartungen einfach sind, und lässt auch nochmal die Saison so ein bisschen Revue passieren, und gibt ein Feedback im Endeffekt. Feedback mit den Jungs. Wie geht es für dich jetzt eigentlich persönlich weiter, beziehungsweise es hat ja für die Top 10 diese Saison nicht gereicht für euch als Mannschaft. 13. Platz ist dabei herausgesprungen. Wenn du jetzt mal die Saison so Revue passieren lässt, was waren deiner Meinung nach die Gründe, oder gibt es da mehrere Gründe, dass ihr es letztendlich nicht in die Playoff geschafft habt? Ich glaube, es gibt nicht mal nur einen Grund für sowas. Ich denke, dass wir im Scoring waren wir schwach, aber wirklich sehr schwach. Das hat sich dann auch übertragen aufs Powerplay, wo wir auch nie wirklich eine Konstanz gefunden haben, um mal auch in den wichtigen Situationen im Spiel wirklich einen Nadelstich zu setzen oder uns zurückzuarbeiten. Wir hatten Situationen, wo wir hätten Spiele gewinnen können mit unserem Powerplay, und da war einfach dann zu wenig Durchschlagskraft in der Offensive war einfach vorhanden. Ohne irgendwelche Ausreden zu suchen. Mit Sicherheit auch unsere Verletzten. Ich meine, Dane Todd als Powerplay-Verteidiger war eigentlich eingeplant für mindestens 45 Spiele, weil wir wissen, man fehlt immer mal das eine oder andere Spiel. Der hat insgesamt 30 Spiele verpasst. Wir haben mit Marco Friedrich einen sehr wichtigen Stürmer, deutschen Stürmer für uns, der 33 Spiele verpasst hat. Wir haben mit Rumble, Weiß und Weidner zwei Spieler, die über 10 Spiele verpasst haben.
Mit dem Abgang von Möse haben wir mit Sicherheit auch eine Personalie gehabt, die uns Stabilität gegeben hat und die wir nachher auch abgeben mussten. Ja. Von daher sind es, sprechen wir im Endeffekt von 6 bis 7 Spielern, ja, die uns oder die für uns kaum zu kompensieren sind dann am Ende des Tages, weil einfach nicht nur einer gefehlt hat, sondern waren wirklich mal 3, 4 am Stück gefehlt haben. Und das ist dann für uns natürlich immer etwas schwierig. Und wir brauchen im Endeffekt immer eine perfekte Saison, um ja, immer mittanzen zu können um so einen Playoff-Platz. Ne? Aber Christian, gab es dann dennoch irgendetwas Positives aus dieser Saison? 100%ig. Ich sehe sowieso immer eher das Positive als das Negative. Für mich ist wichtig, dass wir aber, ja, dass wir uns alle ein bisschen reflektieren, auch nach so einer Saison. Ich muss meine Arbeit im ersten Jahr so ein bisschen reflektieren. Welche Entscheidungen habe ich getroffen? Worauf basierten diese Entscheidungen? Ich habe ein gutes Team um mich herum, die auch ja, Kritik übt. Und Kritik macht mich besser. Ich sehe das nicht als Angriff, sondern werde mir davon auch was annehmen. Ich denke, was ich positiv erwähnen kann, ist im Endeffekt, ich glaube, wir haben uns auf der Torhüterposition haben uns dieses Jahr absolut stabilisiert gehabt. Ich denke, da gibt es nichts dran zu rütteln. Das wirst du mir als Torwartfachmann auch bestätigen können, dass unsere Zeit ja wirklich überragend waren. Ja, das, was Andi Jenicke dann auch über eine lange Zeit abgerissen hat, das war wirklich ganz grandios. Deshalb dann auch dieser Vertrag im Endeffekt. Dieser Mann ist unglaublich auch. Ich denke, dass unsere jungen Spieler mit Sicherheit gezeigt haben, dass sie enormes Potenzial haben, absolut enormes Potenzial. Wir haben mit Buschmann einen, der den Sprung in die U23-Nationalmannschaft geschafft hat. Das kriegt man nicht geschenkt. Das erarbeitet man sich. Wir haben mit Tim Fleischer einen, der die U20-WM gespielt hat, der mit Sicherheit auch von Anfang an der Saison nicht ganz so im Fokus war, sich da aber auch reingearbeitet hat. Mit Samanski haben wir einen ganz tollen jungen Spieler. Lautenschlager hat einen unheimlichen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Es gibt so viele positive Sachen. Wir haben im Endeffekt unsere Zuschauer, unser Dauerkartenzuspruch ist wirklich sehr positiv zu bewerten. Also das Feedback der Spieler war positiv, dass auch im Umfeld die Roosters im Endeffekt wirklich gute Arbeit machen. Und mir hat mal jemand gesagt, dass wir von den Top-Clubs, was sowas angeht, nicht so weit entfernt sind. Und das kam ja von einem Spieler, der in einem Top-Club war. Und das ist für mich im Endeffekt, ist das schon ein großes Lob und weist darauf hin, dass wir dann doch trotz diesem 13. Platz auf dem richtigen Weg sind, aber mit Sicherheit immer wieder Potenzial nach oben haben. Fitnesscoach das ganze Jahr war da. Ich denke, der hat unser Level da auch angehoben, unser Goalie-Coach das ganze Jahr. Also wir haben auch wirklich viele positiven Sachen gemacht, aber es geht natürlich in der heutigen Zeit immer wieder unter, weil wir sind im Winning-Business und da muss ich einfach sagen, ist klar, dass das dann beim 13. Platz auch mal gerne untergeht und da bin ich auch keinem böse, weil auch wenn ich mir die Karte kaufe, erhoffe ich mir natürlich einen Sieg oder wirklich Arbeit und das ist auch etwas Positives. Wir hatten im November, Dezember mit Sicherheit mal eine Phase, wo wir wirklich nicht gut gespielt haben. Ja, in Straubing, in Berlin, zu Hause gegen Augsburg. Das waren so Spiele, wo man gesagt hat, puh, das ist aber wirklich ganz, ganz durchwachsen. Aber wir haben jetzt 16, 17 Spiele mit einem Torunterschied verloren. Letztes Jahr auch 16 oder 17 Spiele mit einem Torunterschied. Hier brauchen wir einfach die Jungs, die uns dann von diesen 16 Spielen wirklich 4, 5, 6 Spiele den Erfolg bringen. Und das hat dann auch am Ende des Tages ein bisschen was mit Qualität zu tun, ohne den Spielern zu nahe treten zu wollen. Aber das kann man einfach so ehrlich sagen. Uns hat dann auch ein bisschen Secondary Scoring gefehlt. Und im Großen und Ganzen, bevor ich mich jetzt um Kopf und Kragen laber, aber wir hatten einfach nicht diese Durchschlagskraft vorne. Du hast es ja schon kurz erwähnt, Andi Jenicke hat ja von euch einen 4-Jahres-Vertrag bekommen, den er unterschrieben hat. Heißt, ihr setzt ja weiterhin auf Andi Jenicke, der, wie du auch gesagt hast, fantastisch gehalten hat, vor allem zum Ende in der Hauptrunde, sensationellen Saves hingelegt hat. Und gibt es denn da schon von dir aus eine Tendenz, wie verändert sich das Gesicht des letztjährigen Kaders, sind wir jetzt mittlerweile? Gibt es da schon irgendwelche Meldungen an Zugänge oder Abgänge? Ich kann dir oberflächlich sagen, wir werden mit Sicherheit auch circa um die 10 neuen Spieler bekommen.
Ich hoffe, dass das auch so diese Zahl, dass die auch dann bestehen bleibt. Wir sind in Gesprächen mit Spielern des jetzigen Kaders. Aber wie wir alle wissen, wir kämpfen immer. Sobald einer 10 Tore schießt, wissen wir, dann ist er beim größeren Club auf der Liste. Es ist, wie es ist. Ja. Wir können uns da nicht. Wir können ja nur wirklich das Beste probieren, um Jungs längerfristig am Seilersee zu halten. Aber ich denke auch, der ein oder andere, der jetzt im Fokus steht bei uns, den wir gescoutet haben, was ja, da gibt es schon positive Gespräche. Und ich bin auch hier positiv gestimmt, dass wir nächstes Jahr eine gute Mannschaft aufs Eis bekommen. Wie schaut jetzt dann dein Sommer genau aus, Christian? Begibst du dich bald auf Scouting-Tour, um neue Spieler vielleicht einmal zu scouten, zu sehen, zu beobachten? Wie schaut da genau deine Sommerplanung aus? Ja, eigentlich war der Plan, am Ende des Monats schon nochmal unterwegs zu sein. Ja. Die AWM war eigentlich auch ein Plan. Die Pläne waren soweit gestellt, aber wir wissen ja momentan nicht mit unserem Freund Corona, was da passiert. Ja, wie gesagt, das steht wirklich ehrlich gesagt in den Sternen. Momentan bin ich noch hier, weil wir einfach mit den Meetings, die wir hatten, Termine, die wir hatten, Gespräche mit Spielern, die schon im Endeffekt im Fokus stehen, Verträge aushandeln, etc. pp. Es ist schon viel los am Seilersee, aber die Scouting-Tour, die steht noch ehrlich gesagt in den Sternen und da lasse ich mich in den nächsten Wochen überraschen. Und vielleicht ein kleines Wort zu den Spielern, die weiterhin ja unter Vertrag sind in Iserlohn. Wie schaut da die Sommerplanung aus? Gibt es da ein gemeinsames Sommertraining? Ist da eher jeder individuell im Sommer mit sich selbst beschäftigt? Wie handelt ihr das? Also bei den Importspielern ist es im Endeffekt so, dass die immer im stetigen Kontakt mit unseren Athletikcoaches stehen. Die bekommen auch einen individuellen Plan, weil wir wissen ja jetzt auch nach so einem Jahr, was sie verbessern müssen. Ja, wo ja. Sie haben. Unsere deutschen Spieler werden im Sommer ab und zu hier sein, beziehungsweise die ganz Jungen sind das ganze Jahr hier. Die kommen in den Genuss, wirklich auf ganz hohem Niveau das ganze Jahr hier zu trainieren. Das ist auch etwas, was wir positiv gestaltet haben. Und von daher sind sie betreut. Also wir verlangen nicht, dass ein Spieler am 1.8. einfach nur fit da ist, sondern wir wollen auch was dafür tun. Und das ist so dann im Endeffekt der Fahrplan der Spieler. Wir wollen immer im Austausch sein, immer wissen, wie es denn geht und versuchen halt immer Hilfe zu leisten, wo wir können am Ende des Tages. Und vielleicht last but not least, die aktuelle Situation mit dem Coronavirus und der DEL. Es steht ja auch im Raum, dass vielleicht die Playoffs komplett abgesagt werden oder vielleicht wird fortgesetzt ohne Zuschauer. Da ist momentan ja noch nichts 100% safe. Da warten wir alle noch auf den Wortlaut der DEL. Wie denkst du da darüber, Christian, über die ganze Geschichte? Schwierig. Man sagt, es wird momentan sehr, sehr viel gepusht. Aber ich glaube, dass die Leute, die das dann letztendlich entscheiden, auch einen Grund dafür haben. Ich persönlich kann dir nur sagen, ich bin immer vorbereitet. Gib mir mal auch was, bitte. Ja, von daher kann ich nur sagen, man sollte das vielleicht nicht überbewerten. Man sollte etwas dafür tun, dass man vielleicht wirklich versucht, auch, wie gesagt, solche Mittelchen dann auch einzusetzen. Ich finde es schlimm für die Vereine, die natürlich jetzt solche Playoffs abgesagt werden, aber auch wie in der Schweiz. Oder wieder Fußball ohne Zuschauer ist natürlich für den Sport irgendwo eine Katastrophe. Ich meine, wir wissen selber, das gibt auch einen wirtschaftlichen Hintergrund bei dem Ganzen. Ja. Wir wissen, dass sich Verträge verlängern bei Platz 10 oder bei Platz 8 oder was auch immer. Der eine hat eine Einbuße, der andere kann es verkraften. Es ist nichts Schönes. Aber ich denke, man muss es mit Respekt betrachten, das Ganze. Man muss es aber mit Sicherheit auch nicht wirklich absolut überbewerten und es schlimmer machen, als es dann am Ende auch ist. Ne? Christian, ich glaube, das waren super Worte zum Schluss. Ich bedanke mich fürs Vorbeischauen hier bei Instagram, bei uns beim Magenta Sport. Wünsche dir einen guten Sommer, eine gute Scouting-Tour für die Iserlohn Roosters und dann sehen wir uns alle putzmunter, hoffentlich im Mitte September, wenn alles normal läuft. Vielen Dank, Patrick. Schöne Grüße nach Iserlohn. Ciao for now. Ja, ciao for now. Also, das war's also mit dem sportlichen Leiter der Iserlohn Roosters, Christian Hommel. Nochmal danke fürs Vorbeischauen. Ich weiß, ihr habt alle Fragen bezüglich der aktuellen Situation, aber ich kann mich da nur wiederholen. Im Moment wissen wir nichts Offizielles, deswegen kann ich hier auch in diesem Chat
nichts verkunden. Ich hoffe natürlich das Beste, aber letztendlich müssen das andere ja entscheiden als wir. Und schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ihr bleibt natürlich selbstverständlich hier bei Magenta Sport immer up to date. Und falls es irgendwelche News geben sollte bezüglich einer Absage oder wir spielen doch weiter, dann bekommt ihr das sicherlich hier bei uns als allererstes mit. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Morgen geht's weiter hier mit dem Insta-Live-Chat mit den Krefeld Pinguine. Und wieder um 17 Uhr, glaube ich, genau. Schaut vorbei. Schönen Abend noch. Bis bald. Und in diesem Sinne, ciao for now.